fand ich immer so toll und es ist leider immer so. Immer. Es gibt fast keine Ausnahme. Wenn ich etwas toll finde, verschwindet es vom Markt. Ja. Aber Leute, ich meine, seid doch froh, dass die Düfte getragen werden. Und wenn jemand begeistert ist, dann macht die Preise doch so, dass ihr noch irgendwas verdient, dass die Leute aber die Düfte auch einsetzen. Eigentlich ein Wohlfühl-Oasen, leicht tropisch angehauchter, dann doch mediterraner, aber Duft. Also wenn ich mir den aufsprühe, dann habe ich das Gefühl, ich betreibe Wellness für die Nase und für meine Seele. Und wenn ich mich da mit anderen treffe, auch Wellness zusammen. Hallo ihr Lieben, ein liebes Willkommen zu Richards Herznoten. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Wenn ihr euch für Parfüme und die Duftwelt interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. Es ist ja immer noch Sommer, also zumindest dann, wenn ich das hier aufzeichne. Und ich bemühe mich eigentlich immer, dass ich das mit wenigen Tagen oder Wochen Nachlauf sozusagen dann noch veröffentliche. Weil eben Sommer ist, möchte ich euch ganz gerne etwas zu einem Pfirsichduft sagen. Ich bin total begeistert von Pfirsich- oder Aprikosendüften. Ist ja jetzt nicht dasselbe, aber irgendwie geht für mich alles so in die Richtung von Frische. Allerdings bin ich immer bemüht, dass ich nach einem wirklichen, authentischen Aprikosen- oder Pfirsichduft irgendwie, dass ich sowas eben finde, was authentisch ist und was so nach der Frucht riecht. Es gibt einen ganz tollen Mangoduft von Serjov, der heißt Cruz del Sur 2. Ganz interessant, allerdings verschwindet auf meiner Haut, als wenn meine Haut es absorbieren würde. Den tue ich mir immer abends, nicht immer, manchmal abends dann aufsprühen, sodass ich diesen frischen, saftigen Mango-Eindruck habe. Und ich hatte irgendwie früher eine Spinnerei. Ich war total begeistert von einem wunderbaren, für mich Aprikosen, pfirsichhaften, eher wahrscheinlich aprikosenhaften Duft. Der hieß, den habe ich immer hier mal dabei, den gibt's auch nicht mehr, der hieß Goodbye Dry von Ralph Lauren. Den habe ich sogar hier in mehreren Restflakons, ja. Und das Teil hatte ich aber immer als Bodylotion, weil ich hatte früher im Gegensatz zu heute nie das Bedürfnis, mir Parfums aufzusprühen, weil die waren noch teilweise zu stechend, sind zu schnell verschwunden, was auch immer. Und nach dem Duschen habe ich immer ganz gerne, bereits auch als Jugendlicher, mir schon immer Bodylotions auf den Körper geschmiert, weil ich das Gefühl hatte, das ist erstens mal körpernah, es ist angenehmer, gerade wenn man vielleicht ein bisschen so, naja, als junger Mensch, dann ja noch irgendwie gerne in Körperkontakt tritt mit anderen Leuten. Natürlich auch als älterer Mensch, logisch, aber ihr wisst ja, was ich meine. Und letzten Endes diese Körperlotions und vor allen Dingen dieser von Ralph Lauren, den fand ich immer so toll und es ist leider immer so. Immer. Es gibt fast keine Ausnahme. Wenn ich etwas toll finde, verschwindet es vom Markt. Ja, es ist unglaublich. Und es ist eigentlich eine Sauerei, ja, das Schicksal sozusagen, oder wenn es einen Gott gibt, dann der liebe Gott, der das Schicksal oder irgendjemand, ein übergeordnetes Wesen, meint es nicht gut mit mir oder vielleicht gerade gut, dass ich immer etwas Neues probiere, wenn ich von irgendwas Altem begeistert bin. Jedenfalls, das sind solche Sachen, die bedauere ich so sehr. Und jetzt ist noch ein bisschen was drin. Ich habe ganz viel gekauft gehabt und die genieße ich und hat noch einen Shimmering-Effekt gehabt, was ich sehr lustig fand. Also, irgendwelche Düfte, die nach Aprikose oder nach Pfirsich riechen, die finde ich immer total spannend. Und es gibt einen ganz interessanten Serjov, der heißt XXY, warum nicht KMRTHÜ? Also XXY von Serjov ist ein Mango-Duft, das ist der Cruz del Sur 2, ist ein Pfirsichduft, ganz interessant, mit einer sehr authentischen Pfirsich, wie ich meine, und mit einer schönen Würze und mit einer schönen Basis. Und bei dem habe ich aber das Problem,
dass der völlig schnell verschwindet. Also wie gesagt, vieles auf meiner Haut, der verschwindet völlig. Und ich habe es auch gelesen in Rezensionen darüber, die Haltbarkeit und Sellage ist eigentlich wirklich eine Sauerei. Wenn er 50 Euro kostet, würde ich mir den auch dann immer kaufen, ja. Aber nicht für irgendwelche Fantasiepreise. Und jetzt hatte ich allerdings einen Duft entdeckt, schon länger eigentlich her, ich weiß nicht, ein Jahr, eineinhalb Jahre. Und der heißt Kubir von Tiziana Terenzi. Und das ist meiner Ansicht nach der XXY, nur in haltbar, mit besserer Haltbarkeit und Silage und mit bisschen mehr Raffinesse. Ja, gleich möchte ich etwas sagen. Bitte, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine E-Mail, gebt mir irgendeine Nachricht, wenn ihr einen Pfirsichduft oder einen Aprikosenduft habt, der wirklich authentisch riecht, also nicht nach synthetischer Kaugummi-Zeugsache. Oder wenn er halt synthetisch riecht, dass er halt zumindest so riecht, dass man verführt wird von diesem Pfirsich- oder Aprikosenduft. Und ich bin irgendwie auf der Suche und finde das irgendwie nicht. Also wenn ihr eine tolle Idee habt und die ich eben noch nicht entdeckt habe, bin ich total dankbar, wirklich. Das würde mich super freuen. Damit würde mir einen ganz tollen Gefallen tun. Das ist wirklich eine Sache, die eben inspiriert durch, keine Ahnung, meine Sozialisation, mich irgendwie fasziniert, wenn es da so einen Duft geben würde. Jetzt kann natürlich mir jemand von Terenzi sagen, dass die Inhaltsstoffe so hochwertig sind, dass dieser Duft mit über 500 oder knapp 500 Euro angemessen ist. Aber Leute, ich meine, seid doch froh, dass die Düfte getragen werden. Und wenn jemand begeistert ist, dann macht die Preise doch so, dass ihr noch irgendwas verdient, dass die Leute aber die Düfte auch einsetzen. Ich will jetzt niemandem was unterstellen. Vermutlich ist es aber so, dass den Duft auch keiner kauft. Und man dann sagt, der Duftpreis ist völlig wurscht. Aber irgendwie mir tut es leid, weil gerade bei dem Kubir habe ich das Gefühl, dass es ein Duft ist, der wirklich schon in die richtige Richtung geht. Was ist drin im Kubir? Und zwar das Charakteristikum, meiner Ansicht nach, von Kubir ist, dass man eine wirklich, natürlich muss man dazu sagen, bevor ich das jetzt sage, die Terenzi-Düfte haben, oder den Terenzi-Düft wird vorgeworfen, dass sie oftmals synthetischen Charakter haben. Also kann ich jetzt gar nicht so sehr sagen. Es kommt natürlich immer auf den Duft an, muss man jetzt gucken. Aber viele Blumendüfte finde ich toll. Und eigentlich, ich empfinde die Düfte nicht als unangenehm synthetisch, wenn sie denn synthetisch wären. Und bei dem hier finde ich, dass der Duft dominiert ist, durchaus von dieser Pfirsich, von diesem Pfirsich-Anklang, der in meinen Augen, der für mich eben nicht so ist, dass ich sage, also das ist einfach irgendein Gemisch aus dem Labor. Wenn es eins ist, finde ich, ist es gut gemacht. Denn dieser Pfirsich ist nicht irgendwie ein süßer Pfirsich. Es ist ein Pfirsich, der auf einer hölzernen Basis ist und mit einer schönen Würze. Und manchmal sogar rieche ich eine gewisse Grasigkeit, leichte Krautigkeit, aber krautig mag ich nicht, eine Grasigkeit noch mit raus. Also sehr, sehr schön, komplex verwoben. Aber die Haltbarkeit, und das ist auch dieses, das gehört auch zum Charakteristikum, die Haltbarkeit ist lange und die Basis ist sehr schön und trägt diesen Pfirsich wirklich über ganz viele Stunden und ist ein Nasenschmeichler. Was ist drin in der Kopfnote? Eine italienische Zitrone. Eine kalabrische Bergamotte, eine brasilianische Orange, also fruchtig, zitrisch beginnt es dann schon mal. In der Herznote ist kein Pfirsich, sondern ein weißer Pfirsich, dann nicht ein Pfirsich, sondern ein gelber Pfirsich und eine schwarze Johannisbeere, also sehr bärig, fruchtig. Und in der Basisnote Atlas, Zeder, indonesisches Patchouli und indisches Sandelholz. Eigentlich von den Inhaltsstoffen ist es natürlich alles ein Genuss und repräsentiert dann das, was man im Endeffekt dann bekommt, was ich als Charakteristikum da beschrieben habe.
bisschen ambriert ist es für mich trotzdem, das muss ich sagen, aber vermutlich ist es einfach dann schön ineinander verwoben, vielleicht dann noch mit irgendwelchen anderen Inhaltsstoffen wie ISO-E Super oder so, wenn es drin ist, hat man jedenfalls den Anklang einer sehr schönen, leicht cremigen, nicht süßen, hölzern-erdigen Basis mit einer fruchtigen, bärigen, pfirsichartigen Mitte und im Kopf dieses zitrisch-fruchtige. Ein wunderbarer Duft. Ein wunderbarer Duft, der einem gute Laune, bei dem gute Laune vorprogrammiert scheint. Und bei mir ist es so, vorprogrammiert ist, weil diese Pfirsich eben so wunderschön rauskommt. Zur Haltbarkeit und Silage lässt sich ja sagen, ich hatte es schon angedeutet, haltbar ist der Duft sehr schön, sehr lange, wird natürlich immer körpernäher und kommt darauf an, wie ihr den aufsprüht. Und die Silage ist da, sehr zurückhaltend. Die Projektion ist, finde ich, schon deutlich, aber nicht so dominant, dass er jemanden damit erdrückt. Es ist ein, finde ich, letztlich angenehmer, wahrnehmbarer, sehr haltbarer, aber doch auf den eigenen Körper und die nähere Umgebung beschränkter Duft dieser Kopie. Und die Einsetzbarkeit ist für diesen Duft jetzt gerade im Sommer, aber eigentlich ganzjährig super. Ich würde den sogar zum Sport tragen, fürs Büro, für abends, fürs Kino, für Abendessen, für Zweisamkeit, für alle möglichen Dinge geeignet. Er hat nichts, wo jemand sagt, es wäre kein hochwertiger Duft, der anschmiegsam ist für die Nase und der angenehm, auch mit dieser leichten Cremigkeit, angenehm ist, dass man an dem schnuppert. Also die Einsetzbarkeit ist phänomenal. Was natürlich dann wieder, was den Preis anbelangt, jetzt in Relation setzt. Ja, klar. Ich müsste jetzt auch mal schauen, warum Terenzi diesen Duft Kubia genannt hat. Ich habe erstmal Kubia gelesen und dann Kuba und ich weiß es nicht. Aber was ich jetzt damit assoziieren würde, ist ein frischer Duft, der mit Sicherheit an Mediterrane oder an Länder erinnert, in denen es warm zugeht, warm mit einer gewissen höheren vielleicht Luftfeuchtigkeit, die ich wunderbar finde eigentlich, gerade wenn man aus dem Flugzeug oder so rausgeht und man dann ein bisschen erdrückt wird von dieser warmen, feuchten Luft, mag ich also wunderbar, was einen so ein bisschen an tropische Gebiete erinnert. Aber viele mögen es nicht und ob so gesund ist, weiß ich auch nicht. Übrigens kennt ihr das, die Asiaten, die haben alle so, oder die Asiaten, die in Ländern leben, in denen die Luftfeuchtigkeit so schön hoch ist und denen es etwas wärmer ist. Da öffnen sich nämlich die Poren, da geht die Luftfeuchtigkeit rein und die sehen alle aus, als kämen sie gerade vom Schönheitschirurgen. Also ist eigentlich ein Traum für jeden, der da ein bisschen neidisch, ein bisschen drüber schaut, weil viele haben einfach wunderbare Haut. Und nicht nur die Haut ist wunderbar, sondern ich finde, die Haut ist ja auch ein Teil unserer Seele, unseres Inneren, spiegelt die ja viel wider. Und ich finde einfach, man hat so das Gefühl, dass man die ganze Zeit so eingebettet ist in irgendwie so was Schönem, so in diese Feuchtigkeit, diese Wärmende, immer als wenn man eigentlich Wellness von morgens bis abends betreibt. Und dieser Kubia ist auch so ein Wellness-Faktor, wenn man den sozusagen sich aufspräht. In der Zeit von durchgängig eigentlich ist dieser Wellness-Faktor da, vereint ja auch schön diese hölzernen Aspekte, diese fruchtigen Aspekte und diese bärigen, diese Pfirsich-Aspekte. Also ist für mich eigentlich ein Wohlfühl-Oasen, leicht tropisch angehauchter, dann doch mediterraner, aber Duft, der einen verführt hin zu einer Zeit, in der man diesen Wellness-Gedanken eigentlich genießen kann
und immer wieder so vor Augen hat. Also wenn ich mir den aufsprühe, dann habe ich das Gefühl, ich betreibe Wellness für die Nase und für meine Seele. Und wenn ich mich da mit anderen treffe, auch Wellness zusammen für andere. Also das wäre so mein Eindruck und das ist eigentlich ein schöner Eindruck. Und vermutlich natürlich, weil ich insgesamt Pfirsich oder Aprikosen, aber jetzt in dem Fall Pfirsich, sehr mag und dieser Dufteindruck wirklich so schön über Stunden hinweg geht. Also ist wirklich mal eine Empfehlung an euch und vergesst bitte nicht nochmal den Appell, wenn ihr einen Pfirsich- und Aprikosenduft habt, der irgendwie so natürlich ist, bitte lasst es mich wissen, da wäre ich euch total dankbar dafür. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, euer Richard.